Halt, stopp. Erst das Intro. So einfach wie geschmacklos. Shit. Guten Tag, Freunde der Freiheit. Ja, wie wir gemerkt haben, Messervideo läuft. Also, hier nochmal ein paar interessante Messer. So ein bisschen aus der Sammlung, jetzt keine Taschenmesser. Unbedingt, die ich trotzdem interessant finde. Als allererstes, das war ein Geschenk. Mensch, 1994 vielleicht habe ich das bekommen. Das hing jahrelang als Deko an der Wand. Ich wollte es eigentlich immer unter Rubrik Fantasy-Messer einordnen, wegen dem Aluminiumgriff hier hinten. Ja, bis ich dann irgendwann mal näher nachgestöbert habe, das Messer. Hier vorne scheint in meinen Augen vielleicht nicht original an den Griff befestigt worden zu sein, weil das ist wirklich alt. Ne? Hier vorne ist eine Stempelung drin, die wird man vielleicht nicht erkennen. Ne? Ich lese mal vor, da steht nämlich drauf Karl Schlieper, Solingen, Germany. Mensch, der Firmenstempel zum Beispiel, der dabei ist, das ist wirklich alles echt. Ich habe nachgegoogelt im Internet. Die Firma, die ist aber schon in Konkurs gegangen. Kann man alles nachgoogeln. Das ist jedenfalls... Ich habe es ja im Westen bekommen, im Saarland. Schöne Grüße an Astrid S. aus Merzig-Bessringen. Das war wirklich ein schönes Geschenk und ein schönes Erinnerungsstück. No? Jedenfalls wollte ich sagen, das ist wirklich sauscharf. Die Klinge war vorne eigentlich mehr oder weniger rund. Weiß ich auch nicht wieso. Es war nicht scharf. Jetzt habe ich mühsam probiert, das mal zu schleifen, elektrisch. Und mit einem kleinen Schleifstein nachzubearbeiten. Das können wir mal testen, ob das geht. Ja, jetzt kommt wieder meine zittrige Hand vor Aufregung hier. Habt ihr gesehen? So ungefähr soll das aussehen. Das ist ja schon gut, okay. Fast Küchenmesserqualität. Also das ist wirklich ein echt super Stahl. Ja, von einer sehr interessanten Firma mit langer Tradition. Kann man eigentlich mal nachgoogeln. Der Firmengründer ist auch ganz interessant eigentlich. Kann man bei Wikipedia nachlesen. Ja, wie gesagt, das ist wirklich nice. Darüber freue ich mich heute noch mehr wie damals. So. Ja, Silberbesteck. Sammle ich auch. Ja. Ich habe so ein Faible dafür. Spitzname war früher mal der Graf gewesen. Ne? Ich habe es immer halt immer etwas gerne gediegen gehabt. Bisschen Luxus, bisschen dekadent. Das muss ich noch ein bisschen schleifen. No? Das ist nicht original. Also irgendein Idiot hat es mal geschafft, hier vorne die Klinge abzubrechen. Ich weiß nicht, wie man bei so einem schönen Messer sowas machen kann. Damals haben wir versucht, das ein bisschen zu schleifen. Man muss aufpassen, dass es dabei nicht ausglüht. Immer schön kühlen zwischendurch mit Wasser. Das ist jedenfalls auch alt. Der Firmenstempel Flügelhammer Solingen. Rostfrei. Kann man auch googeln. Interessante Firma. Alt. Da würde ich aber stark sagen, dass es die noch gibt. Schön Silbergriff. Ist natürlich nur Silberauflage. So war das damals. Stempel ist drin. Man kann muss nicht mehr viel lesen. No? Zumindest das Silber kann man leicht abkratzen und gut verkaufen. Das hat immer noch Wert, aber ich finde das eigentlich viel zu schade drum. Kommt vielleicht nochmal eine schöne Gravur in den Griff. Das habe ich mir schon vorgenommen. Sowas mache ich auch nebenbei. Ja, ganz ähnlich jetzt noch auch ein silbernes. Das ist richtig gut. Praktisch. Mit der Klingenform kann man wirklich das letzte bisschen Nutella aus dem Glas angeln. Das geht. Das ist, ja, wie soll ich das jetzt nennen? Das ist wirklich frühs für den Frühstückstoast, die Klingenform. Es ist ein bisschen angegammelt, ich weiß. Das zeigt aber, dass es wirklich ein guter Stahl ist. Wenn man den nicht benutzt, fängt er an zu rosten, wird fleckig. Der muss eigentlich benutzt werden. Silber wird auch beim Nutzen wieder blank. Da muss man nicht scheuern. Das reicht, wenn man Silber über die Hand reibt. Dann fängt es wieder an zu glänzen. Ich habe das hier unten mal probiert. Vorzuführen. Das war auch schwarz gewesen, das Messer.
Ich lag lange rum. Mensch, das ist bestimmt vor 1900, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls hier oben, J.A. Henkels Solingen Zwillingswerk. Das ist wirklich eine bekannte Firma. Die haben auch so einen schönen Stempel. Deswegen sammle ich auch so eine alten Messer. Mir ist zum Beispiel der Zwilling. Das bezieht sich damals, Datum der Firmengründung, Juni wurde ich stark behaupten, ist Zwilling. Das war jedenfalls die Idee für diesen Firmenstempel. Jedenfalls, ja, das sind ein paar schön interessante Messer. Ah, das ist ein Taschenmesser. Von mir selbst graviert. Ja, damals habe ich gravieren geübt. No. Sieht das der Kameramann? Ja, er nickt. Bisschen Latein für die Gebildeten unter uns. No. Kann man gerne nachgoogeln. Das gibt es in der Form wirklich noch. Ich sage mal so, ein Messer eines Gentlemans würdig. Vollstahl. Wunderbare Sache. Hier kann nichts kaputt gehen dran. Das kannst du so, wie es ist, in die Spülmaschine tun. Kein Holzgriff stört hier. Das hält ewig. Gürtelclip, bitte rausschneiden. Macht der Kameramann sowieso nicht. Das sehe ich ihm am Gesicht an. Damit die Leute wieder was zu lachen haben, das haben wir dann wieder als Hate-Kommentar unten drunter. Aber mir egal. Gürtelclip, straff. Kann man auch abschrauben, wem sowas stört. Hier oben, für den Daumen, ne? Hier unten reindrücken, zack. Geht wirklich sehr leichtgängig. Wo ich es bekommen habe, war es wirklich sehr stabil, aber das Messer, das habe ich wirklich im Einsatz. Es wackelt ein bisschen, aber das lässt sich hier oben mit der Schraube nachstellen. Ich finde jetzt bloß gerade diesen kleinen Torx, würde ich stark behaupten. Meine Augen sind auch nicht mehr die besten. Ja, Torx, den finde ich gerade zur Zeit nicht. Wunderbare Sache. Also die Klinge geht wirklich so leicht rein und raus. Also ein super Messer. Zack, ist es offen, ne? Stabil. Schöne Grüße an Johnny Hand, der hat es auch vorgestellt. Es ist eine feine Sache. Jetzt muss ich auch mal meckern. Hier unten werden ja die Schlaumeier unter euch gesehen haben. Da ist eine Kerbe reingeschlitzt worden beim Schleifen. Na, sieht man's? Das war nicht ich. Schöne Grüße an Mike. Der ist Messerschärfer aus Passion, aber bekommt es oftmals nicht so richtig hin. Mein Freund. Er weiß schon, wie das gemeint ist. No, Firma Magnum. Kann man bestellen. Auch dieser Link ist nicht in der Beschreibung. Vielleicht kommt es mal. Ansonsten, es ist wirklich eine feine Sache. Muss auch noch geschärft werden. No. Das waren so die Messer, die ich heute mal so zeigen wollte. Tschüss, bis bald.